Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Hähnchen-Knusper-Wrap mit einem frischen Salat. Super einfach, schnell in der Zubereitung, genial zu diesem Wetter. Viel Spaß beim Video. Let's go! Wir brauchen unsere 28er Hotpan oder die 24er und ein Audiotherm. Von Lebensmitteln her habe ich hier Hähnchenbrust Innenfilet, war im Angebot, auch perfekt, schön zart. Ich würde sagen pro Wrap so 2-3 Stück, das ist die Faustformel. Dann habe ich hier 2 Weizen-Wraps, ist natürlich, wenn ihr mehr seid, könnt ihr mehr nehmen. Dann habe ich hier ein paar Tomaten, eine rote Zwiebel, eine Paprika, ein bisschen Eisbergsalat, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Joghurt, Parmigiano und Sojasauce, ein Tipp für euch. So, wir werden das Hähnchen dann nicht einfach nur anbraten, sondern wir werden es vorher ein bisschen panieren. Da brauchen wir unsere Panierstraße und zwar habe ich hier Mehl, Eier und Cornflakes, die originalen. Gibt nochmal eine besondere Note, total geil, solltet ihr machen. So, wir fangen an mit dem Salat. Wir werden jetzt alles ein bisschen schnibbeln und dann schön mit dem Joghurt und Zitrone und Soja verfeinern. Die Basis ist fertig jetzt, der Salat, da könnt ihr natürlich jetzt noch Olivenöl, Salz rangeben, so wie ihr wollt, auch Mais passt dazu. Wir werden uns jetzt die Soße noch fertig machen, da habe ich hier diesen Joghurt, 3,8 Fett, ein bisschen Zitronensaft und einen Schuss Sojasauce geben wir uns noch mit dazu. Perfekt, passt auf mit der Sojasauce, macht nicht zu viel rein, weil die ist natürlich sehr geschmacksintensiv. Bevor wir uns jetzt das Hähnchen panieren, können wir uns schon mal die Pfanne heiß machen mit dem Öl. Und hier geben wir uns einen halben Liter Öl dann in die Pfanne und schalten uns unseren Herd auf nicht volle Pulle, sondern auf Stufe 8 und heizen das Ganze bis zum Fleisch auf. Und in der Zeit machen wir uns das Hähnchen fertig. Der Pieper ruft, wir können ihn abnehmen, Deckel auch abnehmen und wichtig ist runterschalten jetzt. Ich gehe von Stufe 8 auf Stufe 3 runter und lege mir jetzt die Hähncheninfilets rein und lasse mir die richtig schön goldbraun werden. So, circa nach 5 Minuten bei diesen Innenfilets sind die auch schon fertig. Die müssen schön knusprig sein und die legen wir uns jetzt in den warmen Deckel mit ein bisschen Küchenkrepp, damit die nochmal abtropfen. Und dann können wir sie entweder komplett in den Wrap legen oder nochmal ein bisschen kleiner schneiden. Beim Wickeln habe ich früher mal einen Fehler gemacht, ich habe die einfach zusammengerollt und dann fallen die halt auseinander. Der Trick ist einfach nur den Boden erstmal zu falten und dann von rechts aufwickeln. Schön fest. Beste Part des Videos, ich kann probieren und ihr guckt mir zu und ich hoffe, man hört es, wie schön knusprig das ist. Lecker! Einfach schnell gemacht, gesund und lecker. So muss es sein. Ja, ja doch, gesünder als sonst. Vergesst uns nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Wenn ihr unsere Videos feiert, besucht uns unbedingt mal auf unsere Social Media Kanäle.
Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Da heißt, wir kochen mit AMC und wir sehen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr, mein Lieben. Holt euch auch die kostenlosen Apps im App Store und im Play Store. Kochen mit AMC und holt euch auch die Cook and Go App. Macht's gut. Ciao, ciao.